Henna, das Bündnis Adopt a Revolution ruft derzeit auch in Deutschland dazu auf, den Aufstand gegen die Regierung von Bashar al-Assad in Syrien zu unterstützen. Ist eine Unterstützung für diesen Aufstand nicht tatsächlich eine moralische Pflicht aller Menschen, die das beobachten und die ein politisches Bewusstsein haben? Spontan als Fundamentaldemokrat und Sozialist würde ich sagen, ja. Selbstverständlich tut man Gruppen unterstützen, fördern in jeder Hinsicht, die sich gegen ein schlimmes Regime, jahrzehntelang sklerotische Herrschaft ausübt, wehrt und die in der Tat auch gute Arbeit in verschiedenen Städten leisten, Gesundheit organisiert, Bildung organisieren, alles Dinge, die nicht von dem Assad-Regime gemacht worden sind. Ich vermute, es gibt ein Aber. Es aber kommt danach, dass man selbstverständlich sich nur mit etwas verbinden kann, gar eine Formulierung treffen kann, Adopt a Revolution, wenn man selber mit dabei ist, wenn man mit kontrollieren kann, was passiert. Man kann das Beste aller Dinge nicht tun, indem man sozusagen sich fern im Himmel oder anderswo in der Bundesrepublik bewegt und dann schreibt, moralisch sind wir für Adopt a Revolution. Das ist eine Form der Stellvertreterpolitik, die ich für unmöglich halte. Ich hielte es auch für unmöglich, wenn ich hier in der Bundesrepublik irgendwie einen Aufruf machen würde, etwa an die Jugendlichen, was ich gerne machen würde, wehrt euch gegen die Uni oder andere Dinge, wenn ich selber nicht dabei wäre, wenn ich selber nicht wüsste, in welches Risiko ich sie bringe und selber nicht mitsorgen könnte dafür, dass das, was getan wird, sei es an Gewalt, sei es nicht an Gewalt, mitkontrolliert wird. Henna, Sie haben die deutsche Friedensbewegung, die westdeutsche Friedensbewegung einige Jahrzehnte lang begleitet, verfolgt. Wie kommt es denn, dass heute die Deutsche Linke und Teile der Friedensbewegung zumindest an der Seite der Bundesregierung stehen und de facto ja sogar an der Seite der Bundeswehr, die gerade zwei Patriot-Systeme in Betrieb genommen hat, mit den gleichen politischen Zielen zumindest? Ganz wenige Bemerkungen dazu. Zum Ersten, man muss aufpassen, dass man die Friedensbewegung nicht mit einem bestimmten Artikel benutzt. Es gab nie die Friedensbewegung. Es gibt Gott sei Dank seit der Nachrüstungsdebatte, Anfang der 80er Jahre, sowas wie eine Friedensbewegung. Aber die ist auch damals nur 2, 3 Jahre richtig groß geworden. Und dann ist sie sehr schnell wieder auseinandergegangen und hat sich zersplittert und hat ab und zu noch ganz vernünftige Dinge gemacht. Das ist das Erste. Das Zweite ist, sofern es eine Friedensbewegung gibt, die diesen Namen mit Recht trägt, dann muss sie sich massiv gegen die Politik der Bundesregierung wenden und der NATO wenden. Sie kann also mit anderen Worten mitnichten Adopt NATO sagen, also mit anderen Worten etwa gar oder Adopt die Ausrüstung mit Panzern und dergleichen mehr, die sie jetzt in der Türkei gegen Syrien aufzubauen versuchen. Das hat mit Friedensbewegung, mit Frieden nichts zu tun, sondern hat nur mit etwas zu tun, dadurch, dass die NATO und die Bundesrepublik generell ja eine Form von Krieg und Interventionspolitik betreibt, die just ihre Interessen in den verschiedenen Ländern fördert und die Interessen sind höchst dubios, haben mit Frieden in der Bundesrepublik gar nichts zu tun. Herr Nahr, ist der Friedensbewegung oder dieser Friedensbewegung, die sich hier engagiert, also das Primat der Politik abhanden gekommen, weil ja hier auf militärische Lösung gesetzt wird, um eine vermeintlich progressive Politik zu betreiben? Das Privat der Politik müsste sich für jeden Politiker stellen oder gelten. Es gibt keine Lösung. Ich wüsste nicht einen kriegerischen Konflikt neuerdings. Früher war das ein bisschen was anderes in der Kolonialismuszeit. Aber heute kann man sagen, kriegerische Einsätze sind generell gegen jede vernünftige Politik, auch hinterher. Wenn man kriegerisch interveniert in schlimmen Konflikten, wird man die Ergebnisse hinterher nicht verbessern, sondern wird schlechtere Ergebnisse haben. Dafür ist nicht nur Afghanistan und andere Dinge mehr Beispiel, sondern gibt es eigentlich nur Beispiele, am meisten natürlich geradezu ein Idealtyp für einen solchen gräulichen, falschen, radikal falschen Konflikt war Somalia 1992, USA,
interveniert, um dort Frieden herzustellen. Ja, in einem Land, wo es nicht einmal einen sogenannten Staat gibt und wo man eigentlich nur mit diversen Gruppen umgehen konnte und wo man die Situation in der Tat nur verschlimmbessern konnte. Und das ist ja tatsächlich die Parallele, dass in beiden Fällen damals in Somalia wie heute in Syrien auf Interventionismus, auf Intervention gesetzt wird. Was sagt das denn, Herr Nahr, über die Nord-Süd-Beziehungen aus im 21. Jahrhundert? Das zeigt, dass die Nord-Süd-Beziehungen natürlich sich verändert haben. Deswegen, weil ja ganz große Länder dazugekommen sind. Indien, Brasilien und andere mehr und natürlich China und so weiter. Und auch die afrikanischen Länder in der Zwischenzeit in manchen Teilen bedeutsamer sind. Aber generell bleibt nach wie vor, wie das auch die sogenannte Modernisierungstheorie damals verkündet hat in den 50er Jahren, bleibt nach wie vor, dominant ist allein das westliche Interesse. Und mit dem westlichen Interesse interveniert man in diesen verschiedenen Ländern und tut sozusagen so einen humanitären Schmelz drauf schmieren. Die Menschenrechte werden einem weise, wie es braucht, dass jemand, der ein Menschenrechtler ist wie ich, eigentlich das Wort Menschenrechte nur noch ganz leise ausspricht. Ich verstehe, dieser Aufruf, Adopt a Revolution, wurde von mehreren bekannten Persönlichkeiten unterstützt, die dann, als es eine Diskussion gegeben hat, als eine Diskussion begonnen hat, ihre Unterschrift zurückgezogen haben. Heißt das nicht, dass hier PR, Public Relations, im Vordergrund stehen, statt Analyse, dass mehr Schein als Sein herrscht in der politischen Debatte? Ich möchte diese prominenten Kollegen jetzt nicht direkt angreifen, weil ich sie, man müsste jeden sozusagen besonders charakterisieren. Aber in der Tat neigen manche Leute dazu, da gehörte auch einem Fall mal ich früher in 60er Jahren dazu, was mir heute noch bitter aufstößt, dass man plötzlich meint, man müsse unbedingt auch in der Öffentlichkeit erscheinen, als ob man nun sich gegen irgendwas wehrt oder für was eintritt, was man aber gar nicht ganz versteht. Man tut es nur im Sinne eines Schlagobers, also Österreich gesagt, eines Schlagrahms, den man noch auf die eigenen Kaffee tut. Also mit einer, der Appell an die sogenannten Prominenten ist in der Tat, tut endlich mal was. Tut nicht mal, was heißt, zuerst denkt nach und macht das, was an praktischen Dingen möglich ist, die in der Tat kalkulierbar sind und auf Urteil basiert. Und nicht einfach aus der Tiefe des Gemüts ist man halt in Sympathie mit denen oder jenen. Mit Sympathie kann man keine Politik machen. Sympathie muss man haben vor Menschen, vor den Elenden dieser Welt, vor denen, die mit Krieg überzogen sind. Deswegen versteht sich aus Sympathie mit der syrischen Bevölkerung von selber. Und alles, was man tun kann, wenn man gute Quellen hat, wo man sie finanziell oder sonst was ihr Leben unterstützen wird, ist in Ordnung und wird in Ordnung bleiben. Aber nicht so Schauaufrufe, wo man im Grunde Leute untersucht oder Mächte unterstützt, die zu schlimmen Häusern führt und die NATO führt, geradezu kategorisch geredet, durchgehend überall zu schlimmen Häusern. Vielen Dank, Herr Nahr.